In Israel ist es bei Protesten gegen die Regierung von Benjamin Netanyahu zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Protestierende, die den Rücktritt des Premierministers forderten, lieferten sich bei einer Kundgebung in Tel Aviv am Samstagabend ein Handgemenge mit Beamten. 6 Monate nach dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel und dem darauf folgenden Krieg im Gazastreifen sieht sich die israelische Regierung mit zunehmenden Protesten auch im eigenen Land konfrontiert. Bei dem Angriff am 7. Oktober hatten Kämpfer der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppen nach israelischen Angaben 1200 Menschen getötet. Rund 250 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Mehr als 130 von ihnen sollen sich noch immer in der Gewalt der Islamisten befinden. Ihre Angehörigen richteten am Samstag einen eindringlichen Appell an die israelische Regierung. Heute erhielten wir eine sehr schlechte Nachricht über Elad Katzir. Er war 3 Monate lang eine Geisel. Er konnte 3 Monate aushalten und dann haben sie ihn getötet. Wir wissen nicht, was mit all den anderen ist. Es ist Zeit. Nicht einen Tag länger. Es ist jetzt Zeit, sie zurückzubringen. Alle. So schnell wie möglich. Die Leiche des 47-jährigen Landwirts Elad Katzir aus dem Kibbutz Nir Oz war nach Angaben des israelischen Militärs in der Nacht zu Samstag von israelischen Soldaten im Gazastreifen geborgen worden. Er sei in Khan Yunis gefangen gehalten und von der Extremistenorganisation Islamischer Dschihad getötet worden, hieß es unter Berufung auf Erkenntnisse des Geheimdienstes.